tight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Vlog. Lange ist her. Wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind von zu Hause mal raus. Ja. Sind quasi zu ihr gefahren nach Hause, erstmal gestern. Die Gamer unterwegs. Da. Sind aber jetzt zu Hause gewesen und jetzt sind wir in einem, was sag ich, nur noch in einem Park, sondern vor dem Park, und zwar im Skyline Park. Genau. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Allgäu, keine Ahnung, war ich noch nie. Bad Wörishofen sind wir jetzt. Das ist irgendwie so ein kleinerer Park, kann man nicht vergleichen mit Europa-Park. Ja, und zwar haben wir von Freizeitpark-Info, das können wir euch mal ganz kurz zeigen, haben wir zwei Karten gewonnen. Ist hier so. Und ja, die benutzen wir jetzt, bevor sie ablaufen. Genau. Wir haben sogar cooles Wetter. Also wir haben sogar Ehrenkarten. Oh. Wir haben echt schönes Wetter, es scheint die Sonne. So schöner kann man es gar nicht erwischen im Oktober. Hat man echt Schwein. Ja, jetzt schauen wir mal, der Eingang zeige ich euch auch mal. Ist klein, aber fein. Kann man natürlich nicht mit dem Europapark vergleichen, das ist schon klar. Nein, kann man nicht mit dem Europapark vergleichen. Also da ist wirklich mickrig der Eingang. Da sind es vier Kassen. Boah, vier Kassen. So. Naja, wir schauen jetzt mal rein und nehmen euch einfach mal mit, denke ich mal. Ganz einfach. Mal, bis später. Wir sind gerade Chu-Chu-Chu gefahren. Chu-Chu! Ja, naja, es ging. Außer das Harte war der kalte Wind in den Augen. Ich habe angefangen zu weinen. Hätte Baby weinen müssen. Aber sonst war es langweilig. Hey, guck mal, da oben, da schweben Leute. Da schweben Leute. Wir gehen jetzt auch mal schweben. Bis nachher. Chu-Chu! Gucken, ob das was wird. Weiß nicht. Wir sind so langsam. Geht das? Ach, jetzt geht's erstmal.
mal eingucken, wie es geht. Einfach mal schnell. Zurück. Wir sind hier immer noch im Skyline Park, sind schon ein paar Sachen gefahren. Ja, nichts Aufregendes. 4D-Kino waren wir jetzt auch gerade eben. Ja, was soll man zum 4D-Kino sagen? Naja, das war schrecklich. Man ist halt mitgefahren. Es war interessant, es war mal was anderes. Ich bin noch nie in einem 4D-Kino gesessen. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde morgens sehr viele blaue Flecke haben. Genau, weil man ist da wirklich mitgefahren und es wurde nur hin und her geschleudert und es tat eigentlich voll nur weh. Die 4D-Brille war schon so abgenutzt und hatte Kratzer und alles. Das war echt nicht mehr schön. Naja. Ja. So ist es halt. Jetzt gehen wir hier hinten, haben wir noch ein paar Achterbahnen. Haben wir noch ein paar vor uns. Nicht eigentlich auch nicht mal vier, sind ungefähr 6 Attraktionen noch. So viel ist es gar nicht maximal. Mehr. Genau, und dann sind wir schon was durch. Wir noch fahren wollen. Wir haben erst 12, wenn überhaupt. 11 erstmal. Guck mal. Dann schauen wir mal. Naja, also der Park ist nicht groß, ich weiß es auch, aber es ist mal wieder wegen was anderes. Einfach mal rausgehen, gell? Genau, darf ich mal sagen. Ja. Bis später. Ciao. Only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's fine. Get away, get racing on these broken trees. Get away, get away.
show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll Skyline-Park. Laufen hier gerade ein bisschen rum. Ja, schön. Echt schön. Wasserfälle und so. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Skytwister gewesen. Ihr habt hier die Aussicht ein bisschen gesehen. Ja, ist halt, man dreht sich halt im Kreis. Halt, kann man sagen. Aber eine geile Aussicht auf jeden Fall. Hier laufen wir irgendwie so einen Weg nach oben. Ja, oh, die Bergsteigen hier. Bergsteigen, wo sind wir hier? Das war's. Wow, spannend. Aber egal. Wir haben noch zwei Sachen vor uns. Wildwasserbahn und die Achterbahn da hinten. Haben wir noch vor uns, wo über Kopf geht. Ja, schauen wir mal. Und auf für Riesenrad gehen wir noch. Ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns später. Willkommen zurück! Wir sind richtig feucht! Feucht! Oh ja. Gerade Baumstammrutsche gefahren. Ja. Weiß mal. Vor allem am Anfang Problem, wo wir gestanden sind. Ja, die Rutschen sind, nee, also die Stämme sind nicht weitergegangen. Genau. Das war auch ein cooles Zeichen, bevor man fährt, das ist immer gut. Dann aber nachher klitschnass. Mein Ziel war nur, die Kamera zu halten, um die Fahrt aufzunehmen. Sah voll cool aus auf dem Foto. Yeah. Naja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen trocknen und dann haben wir nicht mehr viel vor uns. Wie gesagt, ich wir haben nicht, noch. Ich kann man das noch erfahren, weil danach ist übel. Haben wir noch die schöne Achterbahn, ja. Und vielleicht noch Riesenrad. Mal gucken. Ja. Dann haben wir es eigentlich schon. Können wir schon wieder nach Hause? Ja, heim, Bett. Aber erstmal trocknen. Heim und Bett. So, und willkommen zurück hier vom Riesenrad. Wow, wir sind auf Riesenrad. Sie hat ein bisschen Höhenangst. Die Aussicht ist echt krass. Ist ganz schön hoch, muss ich sagen.
nicht was sagen. Okay, sie mag nichts sagen. So hoch. Ja, wir fahren jetzt so eine Runde Riesenrad, ganz gemütlich, wie ist der Horror. Große Klappe liegt dahinter. Ja, können wir gucken. Ja, wir fahren jetzt noch das Riesenrad und wir sehen uns später. Ja. Willkommen zurück hier vom verstrahlten Skyline Park. Oha. Hallo? Euch Zelt. Wieso? Sag was. Schon. Ja, wir sind jetzt raus aus dem Skyline Park. Vorbei. Ja, gerade nur Ziegen futtert. Genau, Ziegen futtert. Ja, aber sonst. Chillt, Riesenrad und so. Das habt ihr alles ja gesehen, was passiert ist. Ja, jetzt heißt es ab nach Hause. Besser gesagt, zu ihr nach Hause. Wir fahren circa eine Stunde zu mir nach Hause, genau. Nach Dillingen. Ja, haben wir euch heute wieder dabei gehabt, einen kurzen Vlog, kurze Trip im Skyline Park, in den Freizeitpark. Ja. Fazit zum Park. Ja, also der Park an sich ist eigentlich gar nicht schlecht. Er ist halt hauptsächlich für die jüngere Generation ausgelegt. Und so eigentlich, man hat abwechslungsreiche Sachen, man hat alles Mögliche von wirklich krassen Fahrgeschäften bis zu wirklich die Baby. Wildwasserbahn, wo da in 2 km/h fährt, zum Beispiel im Kreis, eigentlich gar nicht schlecht, aber was uns beiden sehr gestört hat, war zum Beispiel die fehlende Musik. Manche Fahrgeschäfte sind einfach von Haus aus extrem laut und du hast nur das Krachen und das Scheppern gehört, und zum Beispiel im Europa-Park kann man sich ja fast kaum unterhalten, weil die Musik so extrem laut ist. Das würde im Skyline-Park einiges an mehr Kundschaft bieten, weil es eine bessere Atmosphäre einfach gibt. Ja, was soll man machen? Also kann man sagen, Skyline Park ist normalerweise eher für die jüngere Generation. Also sagt man mal so zwischen 8 und 15 sowas. Genau. Wenn man hier hinkommt, hat vielleicht in unserem Alter 2-3 Attraktionen und man sagt, okay, fährt man halt. Ja. Das war's, aber sonst ist halt eine chillige Sache. Also man geht einmal rein, abgehakt, nie wieder wahrscheinlich. So ungefähr. So gut, also ich bin jetzt das dritte Mal schon hier. Und ja, von Jahr zu Jahr wird es halt ein bisschen. Genau. Kann man sagen, eigentlich, nur wenn man Kinder hat, hier haben wir geparkt, aber egal. So. Wenn man Kinder hat, lohnt sich der Park auf jeden Fall. Ja, ja. Was soll man groß sagen? Das war's mit dem Vlog heute. Das war's, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir heute Abend noch ein bisschen genau. Vielleicht was filmen. Genau, seht ihr ja, ob es noch da rankommt oder so, weiß ich. Weiß auch nicht, wenn der Vlog kommt, weil wir müssen ja am Abend noch das Gewinnspiel auflösen machen. Dann gibt es ein neues Gewinnspiel, schaut einfach mal rein. Vielleicht seid ihr einer der Gewinner und vielleicht macht ihr beim nächsten Gewinnspiel auch wieder mit. Ja, guckt doch einfach mal rein. Wird ja schon draußen sein, wenn der Vlog draußen ist. So, dann entweder bis später oder sonst bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.